Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ein bisschen jagen waren und ja, leider den einen Vater umbringen mussten von dem Jungen, der uns abstechen wollte. Ja. Ist die Situation doch eher bedrückt. Ist da jemand? Ja, das ist ein Tier. Ich dachte, da sitzt jemand. Ich war mega verwirrt. Oh, Moment, da oben ist was los. Easy, whoa. Be careful. Ist das ein Kopf? Das ist ein Kopf. Mit einer Notiz. I don't know what you did to deserve this. Okay, was haben wir denn? Ja. Es ist eine Notiz. Erster Mordfallhinweis. Okay, girl. Also es kann sein, dass es noch mehr Notizen für diesen Mordfall gibt. Also jetzt können wir sogar noch Detektiv spielen. Müssen wir halt die Karte unten immer im Blick haben. Da rechts ist was. Kennt mich. Ich liebe es, wenn was los ist. You got the wrong feller. Someone's coming to free him. That will... Let's go. Nicht mit mir, Kumpel. Hey, komm erstmal los. Alles gut. You're free, my friend. Geh ruhig. You have no idea how thankful I am. Alles ain't home and dry yet. Run along. I know. I think they hid my things in one of those boxes. Sir, they're yours. Danke. Might just be a hero, mate. Alter, die Assi ist hier wieder voll. Good luck, buddy. Ja, ich habe jetzt echt gedacht hier. Aber der hat nicht mein Pferd genommen, sonst rast ich aus. Ja, der arme Dude, ne? Festgenommen von den Lemoyne-Brüdern und die lieben ja Menschen quälen. Ja, so kleine Quäler hier. Untersuchen. Was haben wir hier? Steht Fat First A drauf. Angeborenes Wundertonikum. Warte mal. Also die brauche ich ja gar nicht. Alles gut. Das ist ein Verbandskasten nur. Hier liegt ein Pferdeweckerum. Ah, hier ist was. Hoppala. Muss ich gleich hinknien. Nee. Ist hier irgendwas? Nee. Hier ist was. Nee. Lüge. Haben wir hier was? Guter Brandy. Mhm. Pläne. Haben die irgendwas auf der Kutsche? Könnte es sein? Ne, doch komme ich hoch. Aber nicht ganz durch. Okay. Und hier? Hier ist noch eine Kiste. Ich suche jetzt nach seinem Werkzeug. Werkzeug, aber... Oder irgendwas Spannendes finden. Oh, Piraten. Rum. Sehr schön. Ich glaube, das war das, was er hatte. Pferd. Komm her. Habe ich euch nachgeladen? Sieht so aus. Sehr schön. Dann lass uns direkt rüberreiten zu Dutch. Nachdem wir hier doch noch jemanden befreit haben. Lass auch gerne links vorbeireiten, aber ist ja kein Problem. Ich müsste irgendwas zu mir nehmen, was mir ein bisschen mehr Ausdauer dazu gibt. Ich glaube, das ist gut. Ja. Dann war einen rumgenommen. Sohle. Dann reiten wir mal weiter. Da links war was. Was ist das? Großes Fragezeichen. Oh, ist viel zu interessant eigentlich.
than me, huh? Sure. Yeah, well, leave this there. Uh-oh. Hey. What you fools up to? It's Mr. Black's fault. His fault, the darky white. Well, I don't know why they call him that. Look at him. Don't you start now. I'll knock the color clean off you. Come on. And I'll tall you, you lily-livered. Enough. You two fools look like you've just run off a chain gang. Yeah, what of it? What are you doing? Starving. They got bounty posters for us all over town. And we can't go into town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us fools a favor. We ain't bad guys at all. He's okay, even for a darkie. Shut up, you pasty-faced streak of piss! Yeah, I had up to here with you. Enough! Do your goddamn favor what you want. Maybe you can go into town and take down them wanted posters of us. Okay. Maybe meet us back at the campfire in the woods and tell us how you did. Maybe bring us a little bite to eat. Don't push your luck. Nice fella. Yeah, nice. You love nice fellas. Don't you start up again. Shut up. You shut up. Es ist so krass, diese so harten Beleidigungen zu hören. Muss man ehrlich sagen. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es war einfach die Zeit. Und ich will das gar nicht. Good day to you. Out of the damn way. Will das gar nicht schönreden, aber auf der anderen Seite ist es leider so. So, ich geh mal mein Fahndungsgeld bezahlen. Und danach suchen wir mal ein paar Fahndungsplakate. So. You're that fella right now. Nö, ich will hier. Oh, hello. Been a while since you were around this way. Ich will das Geld bezahlen, alles gut. Und ja, alles gut. So, hier ist ein Plakat. So. How do you do? Ein von fünf. Oh Gott. Na, das kann lustig werden, Hammer. Dann laufen wir einmal quer durch die Stadt und gucken mal vielleicht. Können wir ein paar Plakate. Was ist mit dir los? Achso, der hier. Hello, sir. Hey. Hey, it's good to see you again, friend. How you keeping? I'm miserable. Because of the leg? Oh, no, I'm used to the leg. I mean, I've been without it a whole lot longer than I was with it. Nah, it's the people. Yeah, a bunch of nasty, miserable peasants I gotta share this place with. Why don't you leave? Leave? Well, I live here. They're my nasty, miserable people. And I've been hating on them for so long, if I forgot to hate them, I wouldn't know what day it was. Yeah, but you... Man, you ought to get out of here and you ought to stop coming back. After before, I'm what sure wary of you. Hier leben ein paar miese Leute, sagst du? Hey, I need to get to that poster behind you. Would you move a little? I will not. Deputy put up plenty. Go get one of those. Hey, move. I need that poster. Oh, I'll move, all right. How's this for moving? This what you wanted? You're weak. Ja. Alter Opa. No damn manners. Nicht mit. Someone help me. Arschloch, Alter. Hauptsache erstmal Stress machen. So. Das ist natürlich super kreativ, dass man sich jetzt zum Beispiel einmal prügeln muss. Oder whatever. Wir könnten welche sein. Das ist wohl easy. So, Nummer 3. Ich sehe hier keins mehr. Ah, stopp. Da war eins. Am Laternenpfahl. Oder? Ja.
Und da vorne ist noch eines. Ein allerletztes. Oh nein. Nein, nein, nein. Mister, I need the that hell poster. You doing? What the fuck, Alter? Sag mal. Das ist ja auch okay. Aber der hat auch auf mich geschossen. Oh fuck. Weg hier. Aber wisst ihr, das größte Problem ist ja, er hat auf mich geschossen, weil ich ihn leicht angerempelt habe. Wir hätten halt echt ein bisschen warten sollen. Wo finden wir die beiden Dudes? Gut, steht jetzt hier nicht dabei. Irgendwo wieder Byroads oder Umroads oder. Mein gut, $20 ist geschenkt, ja, aber. In der Lager, beim Lagerfeuer im Wald, so wie ich sie verstanden habe. Suchen uns jetzt, alles gut. Alles. Ah, da vorne. Ja gut. Dann aber $20 Kopfgeld. Holen wir uns gleich. Hey Boys. Sodle. Ja, dann haben wir das jetzt auch noch gemacht. Hello. How was in town? Pretty hot. There's quite a price on you boys. It is so unfair. I didn't do nothing. Well, they said you was wanted for murder. It wasn't murder. It was self-defense. And you killed a farmer? Well, firstly, I would have. But he died before I could. And secondly, well, he had it coming. He... I don't like to say. Well... Well, what? Don't just leave it there. Wie viel waren das? You got it? What? We've come to rely on you, mister. I don't know what they told you in town. We've been straight with you. We ain't angels, but... We're good folks, or I am. Not now, Black. Okay, we're both good... Ach, komm. Ain't no business of mine. Here's the posters. Eine Chance Thanks, kriegen partner. Wir noch. Wir kriegen die eine Chance. Wenn die sich nicht benehmen werden, dann... Ich würde sagen, wir bezahlen unser Geld. Wieder mal. Nachdem wir jetzt schon das zweite Mal Ärger bekommen haben. Können wir unsere eigenen Kopfgelddinger hier wegziehen? Oh, welcome back, sir. Anderson, was ist denn? Ah, nicht hier. Mark Johnson. Quite some poster, eh? If I looked like that, I would have pursued a more dishonest path myself. I happen to know that fella is farming the swamp. Or trying to. Up by Siltwater. Kopfgeld, alles gut. He's a bad egg. Alles gut, alles gut. Wir holen uns jetzt die nächste Kutsche. Das würde ich noch sagen, weil wir wollten eigentlich dieses Mal zu Dutch, aber naja. Hallo? Ich... Ah, good to see you. Let me write down the name of that, Taylor for you. Ah ja, kann man machen. Sehr gut. So, what are we looking at? Passenger's a wealthy merchant. Always travels with a lot of cash on him. Details on the note. Okay. Good seeing you, Alden. Dankeschön. And you, my friend. And you. Untersuche die Notizen in deiner Tasche, um Details über den Überfall zu bekommen. Straße südwestlich von Burger Glade. Achten Sie auf die Kutsche aus Richtung Süden. Der Passagier ist ein reicher Kaufmann, der sein Bargeld wahrscheinlich versteckt braucht. Also entweder eine kleine Aufmunterung. Straße südwestlich von Burger Glade. Straße südwestlich... Boulder Glade.
Oder sehen wir gleich die Kutsche? Achso, da kommt er. Auf dem Weg Richtung Süden. Wir müssen ihn hier aufhalten. Wir müssen uns verdammt beeilen. Hello. Hello, Mister. Komm, Pferd. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen den Dude kriegen. Ja, alles gut. Ich kann euch gerade allen nicht helfen. Ich muss eine Kutsche ausrauben, ich brauche Geld. Ich habe jetzt zweimal mein Kopfgeld bezahlt, hör mal zu. Osten. What the fuck? Hab ich mich verjagt? Lancaster. Ist hier noch einer? Okay. Wie weit ist das Ding weg? Okay, er bewegt sich langsam drauf zu. Ich würde vielleicht hier ein bisschen was von den Leuten mitnehmen. Vielleicht die ein, zwei hier noch ausnehmen. Nicht nur wegen dem Geld, sondern auch wegen der Munition. Okay, ab. Alter, hat mich diese Explosion gerade irritiert. Ohne Mist. Alter, hat die mich irritiert. Was ist denn los? Der chillt da noch. Wir versuchen einmal durch. Und das Ding auf. Und Rinder. Ne, das ist dieser Mark Johnson. Oh nein. Wo kommt denn jetzt die Kutsche? Ah, shit, die Kutsche. Ich bin voll in die falsche Richtung gelaufen. Oh Gott, das ist mir ja fast schon peinlich. Wie konnte mir das denn jetzt passieren? Ich hab keine Ahnung, Alter. Uiuiui. Ich hab auf den gesuchten Typen geguckt die ganze Zeit. Ich hab verstanden Richtung Süden, aber naja, vielleicht kriege ich die Kutsche so nicht mehr. Ich beeil mich. Ich hab mich schon gewundert, warum der sich nicht bewegt. Gib mal Vollgas. Aus dem Weg. Wir jagen mal unser Pferd über die Piste. Sollten wir aber schaffen. Ich weiß nicht, wo wir gerade. Oh, wir sind gerade in Rhodes angekommen. So. Dann direkt raus. Über die Gleise. Kommt ja nix. Wir muntern ihn gleich mal ein bisschen auf den Weg. Also, ich kann jetzt nicht den Straßen entlang reiten, also ich muss wirklich nur querfeld ein. Da scheint es schon zu sein. Habe ich recht? Vielleicht. Okay.
Mit Gewalt, oder? Ernsthaft? Ernsthaft? Der hat das geschafft, durchzubrechen? Das ist ja mal was ganz Neues. Ich meine, gut, ich bin ein bisschen schneller, aber... Kumpel. Ah, nicht sowas wieder. Hey, Buddy. Hold it right there. Ich fang dich einfach. So. I know about the money. Hand it over. I don't know what you're talking about. Okay, stop. I'll tell you. Ja, wo? There's a lockbox hidden under the coach. The money's in there. Better not be lying to me. I'm not. I swear. Dann bleib hier liegen, Bruder. Enjoy the peace and quiet. So, jetzt gucken wir mal. Tresor rausziehen. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Ach ja. Der kleine Tresor. Wundern wir mal. Ja, gut. 25. Ist okay. Mach ich gerne mit. Warte mal. Da sitzt ja noch jemand. Den habe ich noch nicht geplündert. Und jetzt können wir verschwinden. Ja, ist okay, kann man machen. So. Hat uns keiner gesehen, alles ist gut. Ich überlege, ob wir den Mörder jetzt gleich noch machen. Versteht schon, was ich meine, diesen Typen da, der gesucht wird. Wow, was? Okay. Den könnten wir tatsächlich noch mitmachen jetzt. Oder wir schieben das auf die nächste Folge wieder. Wie ihr merkt, ich ziehe halt echt an mit den Folgen. Immer kürzere. Muss ich gerade machen, leider. Ich habe euch ja bereits gesagt, ich komme nicht hinterher sonst. Und ja. Ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Ich reite schon mal hin. Und dann werden wir... den Übeltäter finden und dann hoffentlich endlich die Dutch-Mission machen, weil da hänge ich gerade noch ein bisschen dran. Passiert zu viel nebenbei. Wow. Sorry. Von daher, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.